Du guckst aber total freudig. Du hast Fun in New York, oder? Mega. Was verregnet in New York, wo die Tauben die Kotze vom Abend aufpicken. Ja. Ja, aber heute geht's eigentlich. Also gestern hat es echt den ganzen Tag geregnet, ununterbrochen. Und heute als Vorrat noch genieselt und jetzt geht's. Also regnet es nicht mehr. Nein, es regnet nicht mehr. Es ist halt noch nass, aber es ist okay. Ja. Und wir wollten eigentlich als erstes heute zu St. Patrick's Cathedral, sind aber natürlich in die falsche U-Bahn eingestiegen, sind dann wo ganz anders rausgekommen. Und haben dann gedacht, okay, was ist in der Nähe? Und sieht man nicht so gut da hinten, gell? Wir haben jetzt gedacht, wir fahren rüber nach Roosevelt Island. Das ist absolut tote Hose, genau, aber der Weg dorthin ist ganz cool, weil es so eine Tramway heißt auf Deutsch. Seilbahn. So eine Seilbahn. Und es ist in einem Metro-Ticket mit drin. Also wir haben ja so eine Metro-Karte für eine Woche gekauft für $32. Und damit könnt ihr ja unlimited, also Metro fahren. Und mit der Seilbahn kann man auch fahren. Das machen wir jetzt. Ich glaube, oh nee, sie fährt gerade rein, aber sie fährt noch nicht rein. Auf jeden Fall würde ich sagen, let's go to the tramway. Yeah. Direkt weiter. Es hat aufgehört zu regnen. Und wir sind jetzt drüben auf Roosevelt Island. Ja. Und wir haben gesehen, es gibt hier wahrscheinlich doch was, weil es gibt hier ein Visitor Center. Und da steht drauf Maps, Guides und Shopping. Also von denen. Ja. Aber ich glaube, es gibt hier hauptsächlich nur Firmen, also Büroplätze. Ja. Deswegen und Jogger. Diese Seilbahn ja auch, damit die Arbeiter praktisch rüberfahren können. Und die Touris. Und die Touris, ja. Es waren hauptsächlich Touris in der Seilbahn. Ja, gucken wir mal so pseudomäßig noch hier ein bisschen rum. Dann nehmen wir, glaube ich, die nächste Tram wieder rüber und dann geht's. Ja genau, wir wollten ja zu St. Patrick's Cathedral. Das war ja eigentlich immer noch, ja. Das ursprüngliche, wo wir hin wollten. Und dann gucken wir nochmal beim Flatiron und beim Empire State Building vorbei. Mal gucken, ob man heute was sieht. Wie gesagt, gestern hat man ja nichts gesehen, war die Spitze komplett. Film mal darüber, da hinten kommt die Sonne raus. Schau da. Hier. Da hinten kommt sie. Da. Der. Juhu! Genau, dann würde ich sagen, filmen wir noch ein bisschen und dann bis gleich. Okay.
miles so high. There goes the sight, there goes the sight. Now there goes the sight for miles so high. There goes the sight for miles so high. Im Nintendo Store, wo ist das? Hallo, wir haben uns jetzt bei Goodbye Deutschland beworben und möchten hier diesen Laden eröffnen und da möchten wir dann deutsches Bier drin verkaufen. Und wir können die Sprache nicht und wir haben nur 150 Euro Ersparnis. Startkapital, sehr gut. Ich glaube, unser Bewerbungsvideo für Goodbye Deutschland. Das wird eine gute Geschäftsidee. Ja, auf jeden Fall. Genau. Nein, wir schon wieder Planänderung, wie jeden Tag. Wir wollten ja heute eigentlich noch nach Williamsburg, das haben wir dann doch nicht gemacht, weil wir dann ewig Zeit hier in Manhattan verbracht haben. Dann war es schon zu spät und wir wollten eigentlich dann heute Abend noch zum Times Square, mal wieder. Aber wir wollten halt hin, solange es noch hell ist und dann bleiben, bis es dunkel ist. So, das deswegen wir jetzt. Waren wir nicht mehr in Williamsburg, aber wir gehen jetzt zum Times Square. Wir waren jetzt kurz im Hotel und los geht's. Ja, los geht's. Unbedingt. Scheinwerfer blenden eigentlich total. Wir wollten jetzt gerade vom Times Square heimfahren und unsere Haltestelle ist hier im Bryant Park. Und voll witzig, die filmen hier gerade irgendwas. Also so ein richtiges Set aufgebaut mit richtig Komparsen und Schauspielern. Das klingt total witzig. Und die haben da so richtig Schienen aufgebaut. Also es sieht aus wie Zugschienen und da fährt dann der Regisseur so entlang mit der Kamera so. Oder der Kameramann wahrscheinlich ist nicht der Regisseur. Das war voll witzig. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen. In New York werden ja echt oft Filme oder Spots gedreht. Aber es ist total cool, weil das kennen wir gar nicht von daheim, dass man so nach Hause läuft und auf einmal wird da ein Film gedreht. Wie gesagt, man sieht leider nicht so viel. Aber man sieht, dass da was abgeht. Voll cool. Yeah! E-Mark! Hey, E-Mark! And background! And action! Also wir haben jetzt herausgefunden, was es ist. Es ist mal eine Serie und die Serie heißt Younger. Keine Ahnung, also wir kennen es natürlich nicht, aber soll wohl, also ein paar Mädels neben uns haben sich drüber unterhalten, soll wohl ganz bekannt und ganz lustig sein. Von dem her könnt ihr euch vielleicht hier mal anschauen. Wir waren dabei im Bryant Park. Also wir dachten jetzt passend zum Film filmen wir auch und beenden jetzt den heutigen Tag auch. Wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Hoffen Leonardo DiCaprio oder Jennifer Lopez oder irgendjemanden zu sehen, den wir kennen. Mario ist ganz gespannt. Okay, mich guckt da gerade so ein Mann an. Ich glaube, der denkt, wir gehören zum Film. Machen wir, tun wir aber nicht. Also ich, genau, wir beenden jetzt heute das Video und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns morgen. Bis morgen, gute Nacht, ciao. I
cause it's hide from us, so I